meine lieben Freunde, euer Pani Panik ist wieder da und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, ich liebe Zeichentrickserien. Und jetzt kommen bestimmt einige von euch und sagen sowas wie: Hä? Zeichentrickserien? Ist das nicht für kleine Kinder? Und ja, es gibt Serien wie DuckTales oder Chip und Chap oder die Schlümpfe, die wirklich an Kinder gerichtet sind. Aber man darf auch nicht vergessen, ja, es gibt auch tatsächlich Serien, die extra für das erwachsene Publikum angefertigt wurden. Und genau um diese Serien soll es heute gehen. Heute erzähle ich euch mal was über meine 5 liebsten erwachsenen Cartoon-Serien. Also, ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zugucken. Auf Platz 5 habe ich eine Serie, die vielleicht jetzt nicht mehr so jeder auf dem Schirm hat. Und zwar ist das Ren and Stimpy. Bei Ren and Stimpy handelt es sich um eine Nickelodeon-Cartoon-Serie. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Hä, was, Nickelodeon? Aber das ist doch alles Kinderfernsehen. Das sind doch die gleichen Leute, die auch SpongeBob gemacht haben. Und ja, früher war das tatsächlich so. Ren und Stimpy ist wahrscheinlich die berühmteste Serie von Nickelodeon nach SpongeBob Schwammkopf. Und ja, tatsächlich lief diese Serie auch früher im Kinderprogramm. Aber diese Serie, bei dieser Serie haben sich die Erwachsenen beschwert: Ja, das ist ja so widerlich gezeichnet und das ist ja alles so eklig, und es ist auch tatsächlich eklig und widerlich gezeichnet. Und die Kinder haben teilweise auch richtig Albträume von dieser Serie gekriegt. Und das führte dann dazu, dass Ren und Stimpy damals abgesetzt wurde. Und später durfte diese Serie nur noch als Erwachsenen-Cartoon weitergesendet werden. Was ich auch gar nicht mal so schlimm finde, weil Ren und Stimpy hat tatsächlich einen sehr widerlichen und ekligen Zeichenstil. Du siehst ständig irgendwelche entstellten Körperteile oder irgendwas Ekliges. Aber trotzdem, Ren und Stimpy ist eine richtig geile Serie. Mit Ren, der ein Chihuahua ist, und Stimpy ist diese verblödete Katze oder sowas. Und ja, tolle Serie. Und auch so andere coole Charaktere wie Pulvertoastmann, der so mein Lieblingscharakter in der Serie ist. Und ja, Ren und Stimpy ist einfach nur so eine richtig geile Serie, die ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Auf Platz 4 habe ich Drowned Together. Jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben: Kennt ihr Drowned Together? Weil das ist schon ein bisschen länger her, seit ich diese Serie gesehen habe. Obwohl, ich glaube, zurzeit läuft diese Serie immer samstags auf Comedy Central. Worum geht es in Drowned Together? Nun, diese Serie ist quasi Big Brother mit Cartoon-Figuren. Nur mit dem Unterschied: Big Brother ist der größte Scheißdreck und Drowned Together ist eine richtig mega geile Serie. Wie gesagt, die ganzen Figuren, die da auftreten, sind Cartoon-Figuren und die sind alle irgendwie eine Hommage an bereits existierende Figuren, wie zum Beispiel, du hast Captain Hero, der eindeutig eine Hommage an Superman ist, nur halt mit dem Unterschied, Captain Hero ist ein Arschloch. Dann hast du noch Xandir, der ist eine Anspielung auf Link aus The Legend of Zelda, nur halt mit dem Unterschied, dass er schwul ist. Und die geilste Figur in der Serie ist natürlich Foxy Love, also diese Die Schwarze mit dem Fuchsschwanz und die, ich weiß allerdings nicht, auf was sie halt anspielt. Wenn das einer von euch weiß, auf was Foxy Love anspielt, dann soll er mir das bitte mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ich mochte aber auch die anderen Figuren wie
Spanky, der ist, glaube ich, eine Anspielung auf Schweinchen Dick von den Looney Tunes. Ling Ling ist noch mit dabei, der repräsentiert Pokémon, also ganz speziell Pikachu. Und ja, diese ganzen Figuren, die erleben einfach nur den skurrilsten Scheiß. Und das ist wirklich eine Serie, die sollten sich wirklich nur Erwachsene angucken, weil sehr viel Gewalt und Sexanspielungen und teilweise auch Blut und richtig crazy diese Serie. Aber ziemlich gut. Das muss man dieser Serie lassen. Also würde ich jedem weiterempfehlen, Drawn Together sich wenigstens mal anzuschauen. Auf Platz 3 habe ich American Dad. Ja, American Dad, ja, was kann man dazu noch sagen? Es geht halt in American Dad um Stan Smith, der bei der CIA arbeitet. Oder CSI, keine Ahnung. Eins von beiden jedenfalls. Und ja, man erlebt eigentlich den chaotischen Alltag von Stan und seiner Familie. Du hast seinen Sohn Steve Smith, der ein pubertierender kleiner, ja, er ist so ein kleiner Nerd und ein Versager, der nie bei Mädchen irgendwie ankommt. Dann hast du noch seine Ehefrau Francine. Dann hast du noch Haley, seine Tochter, die so ein bisschen rebellisch ist und die mit so einem Kifferfreund zusammen ist. Dann hast du noch Klaus, den Goldfisch. Der ein Sachse ist. Und dann hast du noch die beste Figur in der gesamten Serie. Und das ist Roger, der Außerirdische. Der so eine klitzekleine Hommage an E.T. ist. Und Roger ist meine absolute Lieblingsfigur. Der auch in jeder Folge irgendwie in einer anderen Verkleidung schlüpft. Und der auch so ein bisschen leicht schwul angehaucht ist. Und ja, American Dad, einfach nur eine richtig, richtig coole Serie, die von Seth MacFarlane produziert wurde, der Mann, der auch Family Guy gemacht hat. Und ja, jetzt meine Frage, mögt ihr American Dad? Wenn ja, wer ist da eure Lieblingsfigur? Würde mich mal brennend interessieren. Und ja, American Dad, eine richtig geile Serie. Obwohl ich sagen muss, ich mag die älteren Folgen von American Dad lieber als die neueren. Obwohl die neueren Folgen jetzt auch nicht so verkehrt sind, aber ich mag die älteren lieber. Ich weiß auch nicht warum. Ja, jedenfalls, tolle Serie, sollte man sich mal anschauen. Auf Platz 2 haben wir die wahrscheinlich. Ja, die Erwachsenen-Cartoon-Serie schlechthin, nämlich South Park. Ja, man kann über South Park sagen, was man will. Die manchen finden es total witzig und lustig. Andere finden, die Serie ist versaut und voller Schimpfwörter und richtig derb und ja. Ich muss aber dazu sagen, ich liebe South Park. Ich gucke South Park bis heute immer noch super gerne mir im Fernsehen an. Und ja, einfach nur klasse. Du hast diese vier Jungs, also Stan, Kyle, Eric Cartman und Kenny. Und selbst die Leute, die South Park nicht kennen, die antworten immer mit: Ja, South Park, das ist doch diese komische Serie, wo ständig dieser Junge stirbt, dieser Kenny oder wie der heißt. Und ja, das stimmt, aber auch nicht immer. Kenny stirbt auch nur in den ersten 4 oder 5 Staffeln oder so. Und danach stirbt er immer unregelmäßiger. Und in dieser Serie geht es einfach nur darum, dass diese vier Jungs halt die abstrusesten und verrücktesten Abenteuer erleben. Und ich finde, South Park ist eine der intelligentesten Serien tatsächlich, die es da draußen gibt. Und ich mag einfach, dass diese Serie alles Mögliche auf die Schippe nimmt. Es gibt zum Beispiel diese Folge, wo es rein um Facebook geht und wo alles
durch den Kakao gezogen wird. Oder auch diese Folgen. Meine persönlichen Lieblingsfolgen sind zum Beispiel die, wo sie in das Fantasieland gehen und da treffen sie alle möglichen Fantasiegestalten, wie Popeye oder Aslan, der Löwe aus den ganzen Narnia-Büchern oder Gandalf aus Herr der Ringe und noch viele, viele andere. Die gehören tatsächlich zu meinen liebsten Folgen. Oder die Folge, wo Michael Jackson durch den Kakao gezogen wird. Also da ist wirklich jede Menge cooles Zeug dabei. Und South Park, einer meiner absoluten Lieblings-Erwachsenen-Cartoon-Serien und wohlverdient hier in dieser kleinen Top-Liste dabei. So, meine lieben Freunde, bevor ich jetzt zur Nummer 1 komme, möchte ich noch über andere Cartoon-Serien für Erwachsene sprechen, die es leider nicht mit hier in die Liste reingeschafft haben, aber über die ich trotzdem gerne noch ein bisschen was erzählen wollte. Und zwar hätten wir auch eine Serie, die so gut wie jeder kennt, nämlich die Simpsons. Das ist wahrscheinlich die Erwachsenen-Cartoon-Serie schlechthin. Aber ich war nie ein großer Simpsons-Fan. Ich mag Homer und Bart Simpson sehr gerne. Und das war auch eine Serie, ja, wenn es halt lief und interessant war, bin ich dran geblieben. Aber die Simpsons, das war etwas, das war eine Serie, für die habe ich nie extra den Fernseher angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem kann ich verstehen, dass man diese Serie sehr mag und es gibt ja auch sehr, sehr viele Fans von den Simpsons. Aber ich persönlich war nie der größte Simpsons-Fan. Und dann gibt es noch eine weitere Serie von den Simpsons-Machern, nämlich Futurama. Das war eine Serie, die hab ich früher sehr gerne und sehr oft geschaut. Hier mit Fry und Bender, dem Roboter, und mit Leela, die Zyklopin, die in der Zukunft skurrile Abenteuer erleben. Und das war wirklich eine Serie, die habe ich lange Zeit sehr gerne geguckt. Später aber dann immer unregelmäßiger und jetzt gucke ich nur noch halt nach Lust und Laune rein. Aber trotzdem Futurama, richtig gute Serie. Dann habe ich noch hin und wieder die Cleveland Show geguckt. Das ist diese andere Serie, die auch von Seth MacFarlane produziert wurde, der auch Family Guy und American Dad gemacht hat. Und man muss aber auch dazu sagen, ja, die Cleveland Show ist auch sehr witzig. Aber im Prinzip ist diese Serie nichts weiter als Family Guy mit Schwarzen. Du hast als Hauptcharakter halt Cleveland, den man natürlich aus Family Guy kennt. Und Cleveland hat hier seine eigene Serie gekriegt. Er hat da jetzt eine neue Frau und er hat mit der Familie von ihr, hat er halt jetzt eine Patchwork-Familie gegründet. Und der Cleveland erlebt halt da auch die verschiedensten Abenteuer mit neuen Figuren. Und ja, die Cleveland Show, auch richtig gute Serie, die ich hin und wieder auch gerne mal gucke. Dann, was ich auch hin und wieder gucke, das ist Bob's Burgers. Das ist eine Serie, ja, die gucke ich schon hin und wieder ganz gerne. Aber ganz ehrlich, das ist eine Serie, die kann ich mir nicht über mehrere Stunden angucken. Ganz einfach, mir gefällt der Zeichenstil nicht. Ich finde die Figuren in Bob's Burgers, die sind so furchtbar hässlich gezeichnet. Und ich verstehe immer noch nicht, warum die ganzen weiblichen Figuren wie Linda oder hier, wie heißt die denn? Diese andere da, die mit der Brille. Oh, das ist jetzt peinlich, dass mir jetzt der Name nicht einfällt. Also, das ist jetzt echt peinlich. Jedenfalls diese andere da, die auch eine Männerstimme hat. Und Louise und Jean natürlich. Und ja, ich mag Bob's Burgers trotzdem irgendwie gerne. Aber wie gesagt, das ist eine Serie. Die kann ich mir nicht über einen längeren Zeitraum angucken. Und last but not least haben wir dann noch Happy Tree Friends.
Das ist auch eine Serie, die sehr vielen in Erinnerung geblieben ist. Und das ist wirklich eine Serie, die sich auf keinen Fall Kinder angucken sollten, weil ja, diese Serie mit diesen lustigen, fröhlichen Waldtierchen, die aber trotzdem irgendwie auf bestialische Art und Weise sterben. Und das ist eine Serie, die kann ich mir irgendwie so gut wie überhaupt nicht angucken, weil immer hast du da irgendwas, wo einem die Augen ausgestochen werden oder da wird jemand zerschnippelt oder zerquetscht oder irgendwas. Ich weiß nicht, warum hat diese Serie diesen Augenfetisch? Ich weiß wirklich nicht, warum in jeder zweiten Folge von dieser Serie irgendwie jemand die Augen ausgestochen gekriegt, dass da jemanden die Augen ausgestochen werden. Also ich kapiere es einfach nicht. Trotzdem kann ich verstehen, dass diese Serie so beliebt ist. Es war ja zu der Zeit, wo die rauskam, ja auch irgendwo cool. Aber wie gesagt, Happy Tree Friends, das ist auch eine Serie, die habe ich jetzt nicht so gerne geguckt wegen diesem Augenfetisch. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir schon auf Platz 1 angekommen und ich habe diese Serie jetzt schon zweimal erwähnt. Es ist ja auch jetzt keine große Überraschung mehr. Meine liebste Erwachsenen-Cartoon-Serie ist natürlich Family Guy. Das ist die witzigste Serie für mich. Hier mit Peter Griffin und seiner Familie, die jeden Tag irgendwie irgendwas Neues erleben. Eigentlich geht es in jeder Folge irgendwie darum, Peter Griffin erlebt irgendwie was und seine Familie muss es irgendwie ausbaden. Und so richtig coole Charaktere. Ich mag Peter Griffin und du hast noch Lois, seine Ehefrau. Und du hast noch seine Kinder, du hast Chris, der so ein bisschen auch so ein bisschen hier der Loser ist, der nicht so viel Erfolg mit Frauen hat. Dann hast du noch seine Tochter Meg, die in jeder Folge immer gemobbt wird und ich kenne niemanden, der Meg mag. Und dann hast du natürlich noch Stewie und Brian, also das Baby und der Hund. Die sind für mich das absolute Highlight in dieser Serie. Ich liebe die beiden einfach nur. Ich glaube, die Folgen, wo es hauptsächlich um die geht, die gehören tatsächlich auch zu meinen Lieblingsfolgen. Und Brian ist ja sowieso ist ja sowieso meine liebste Figur in Family Guy. Und dann hast du noch so andere Figuren wie die Freunde von Peter, nämlich Quagmire, der Perverse. Und Cleveland taucht natürlich in dieser Serie auf. Das ist der, worüber ich in der Cleveland Show gesprochen habe. Und Joe Swanson, der im Rollstuhl sitzt. Und da gibt es noch viele andere Figuren in dieser Serie, wie zum Beispiel Ernie, das ist dieser komische Hahn, mit dem sich Peter in manchen Folgen kloppt. Dann hast du James Woods, der noch hin und wieder auftritt in der Serie. Und dann hast du noch Tom Tucker, der Fernsehreporter. Und noch viele, viele andere Figuren wie Mr. Pewter Schmidt, das ist der Schwiegervater von Peter. Und ja, ganz, ganz viele Figuren. Und Family Guy verarscht auch sehr viele Sachen. Wie zum Beispiel hier sämtliche Figuren aus der Sesamstraße werden verarscht. Oder hier, ja. So viele Sachen werden in Family Guy verarscht. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ja, wer war eure oder ist eure Lieblingsfigur in Family Guy? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare runter. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ist eure liebste Erwachsenen-Cartoon-Serie? Mögt ihr auch Family Guy oder South Park? Oder mögt ihr vielleicht noch andere Serien? Ich weiß, es gibt noch ganz, ganz viele andere Erwachsenen-Cartoon-Serien, die ich jetzt nicht hier mit aufgelistet habe, aber vielleicht mögt ihr die ja. Schreibt mir mal was in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, euer Pani Panik sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.